Vertreter von Feuerwehr und DRK, der Ortsgemeinschaft Buldern sowie Bekannte und Weggefährten waren zur Feierstunde ins Dülmener Rathaus gekommen. Anlass war die Würdigung der Verdienste von Dr. Martin Olbrich durch Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Landrat Konrad Pühning würdigte das vielfältige Engagement in seiner Laudatio. Ja, die Verdienste von Herrn Dr. Olbrich waren über Jahre und Jahrzehnte sehr, sehr vielfältig. Er hat sich insbesondere im Deutschen Roten Kreuz engagiert. Er ist Rotkreuzarzt. Er hat sich engagiert auch überregional für das Rote Kreuz. Er ist Ortsvereinsvorsitzender von Buldern. Er hat örtliche Hilfe in Form einer First Responder Einrichtung, also Leute, die Hilfe vor Ort leisten, ins Leben gerufen. Er engagiert sich in all diesen Bereichen auch ganz persönlich. Bürgermeisterin Lisa Stremlau dankte Dr. Olbrich unter anderem für seinen jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz als Vereinsarzt beim DRK, als Feuerwehrarzt und als Sportarzt der Behindertensportgemeinschaft Dülmen. Herr Dr. Olbrich hat neben seiner Tätigkeit als Arzt in Buldern sich in der Feuerwehr engagiert, als auch beim Deutschen Roten Kreuz. Er hat die First Responder, also die Hilfen vor Ort, organisiert. Er hat sich um Defibrillatoren gekümmert. Also er hat ein großes ehrenamtliches Engagement im Bereich der Feuerwehr als auch des Deutschen Roten Kreuzes gezeigt. Herr Dr. Olbricht ist ein sehr würdiger Vertreter des Bundesverdienstkreuzes, weil er seit vielen, vielen Jahren Tag und Nacht für seine Mitbürger im Ortsteil Buldern und darüber hinaus im DRK-Kreisverband bereit ist, sich einzusetzen. Und er hat eine Menge Menschen geholfen. Er hat Leben gerettet und engagiert sich wie kaum ein Zweiter für die gute Sache. Sichtlich gerührt nahm Olbrich das Verdienstkreuz nebst Urkunde von Landrat Konrad Pühning entgegen. Einen besonderen Dank sprach er seiner Ehefrau aus, die ihm stets den Rücken gestärkt habe. Also wenn ich ehrlich bin, war erstmal ein großer Schrecken da, weil ich persönlich gedacht habe, ich habe das gar nicht nötig oder ich habe es gar nicht verdient. Aber als nächstes kam dann die große Freude auf, dass das doch das Wirken und Tätigen anerkannt wurde. Stillstand ist Rückschritt. Dr. Martin Olbrich will auch weiterhin für die Belange der Menschen in der Region sich einsetzen.